Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen. Da ist Ollivanders. Zu einer neuen Folge. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Hogwarts Legacy. Oh, hallo. Ohne Albi. Sie hätte ich die Besenverbesserung nicht so perfekt hinbekommen. 7.500. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis. Let's go. Die Zusammenarbeit war großartig. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben. Ja, ist okay. Aber mal 7.500 Galeonen ausgegeben. Dafür habe ich wieder 1.500. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ja, ja. Dann warten wir mal, bis Ollivander wieder öffnet. Gerbold. Ich brauche deinen Rat. Rivelio. Achso, ich muss hier auf... Okay, Zauberstabbeherrschung. So. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Ist fertig. Edel. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Was ist denn jetzt los? Rookwoods Handlanger, na gut.
Sollen sie nur kommen. Ach, halt dein Maul, Junge. Hier. Ah, shit. Den konnte ich leider nicht verwandeln. Na, komm mal her. Bisschen Bombarder. Hoppala. So, bisschen Confringo. Immer die falschen ranziehen. Na, komm mal her. Uiuiui. Wo sind die anderen? Komm mal her hier. Du noch? Easy. Wärst du doch zu mir gewechselt. Einer noch. Nee? Nur gut persönlich. Eieiei. Macht der Bravada Kedavra. Ich bin besser als du glaubst, mein Freund. Ah, 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 ah. Oh, guck mal. Guck gut. Komm mal her hier. Und nochmal ein bisschen alte Magie. Zack. Nochmal. Das ist kein Problem. Oh. Ich habe ihn getötet. Okay. Zauberstabbeherrschung. Schon fertig, okay. Unglaublich. Rookwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fake berichten, was passiert ist. Nee, erstmal plündern wir hier die ganze Scheiße. Aber sowas von plündern wir erstmal alles hier. Na komm. Revelio. Da sind noch Truhen. Noch mehr Gegner. Der hat gar nichts mitgekriegt, ist auch gut. Reife Leistung. Du gar nichts mitgekriegt hast. Lass mich jetzt mal diese eine Truhe da noch mitnehmen. Hier. Explosiv Stufe 1. Ja. Okay. Irgendwas noch? Sammlungen. Ah, ja, ja, das von jetzt gerade, genau. Sonst nichts. Gut. Dann öffne mal die Karte. Hogwarts. Kartenkammer. Und dann zeigen wir den Hüter vor Freunden hier. Was wir geleistet haben. Das ist ja ordentlich. Ist Pik auch schon hier? Ne. Doch. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. Tja, er bekam, was er verdient hat. Er hat so viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört. Ich bin froh, dass ich ihn stoppen konnte. Sie haben recht. Er hätte nicht aufgehört. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Ich bin bereit für das, was kommt. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht.
Nur weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Erstaunlich! Das hier muss der Weg zum Behältnis sein. Das letzte Behältnis. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden. Dann gucken wir mal morgen, was sich dahinter versteckt. Dann ist für heute erstmal Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.